Moin Freunde, willkommen am Shisha-Stammtisch. Ich bin Shabby und heute stellen wir euch was Neues, was Geiles. Also ich hoffe, es ist geil. Auf jeden Fall was Neues vor und zwar echte Früchte zum Rauchen. Ja, das gibt's wirklich. Also genannt wird das, also es ist von Hookah Fruits. Es gibt eine kleine Packungsbeilage. Ich klemme das mal das Mundstück so zwischen die Beine. Es gibt eine kleine Packungsbeilage, die besagt: Zutaten sind natürliche Früchte, natürliche Ressourcen und Zucker. Es gibt aber 0% Tabakglycerin, 0% Nikotin und 0% Teer. Ja, ist ja auch logisch, ne? Dann gibt es noch der Vorteil der Hookah-Frucht gegenüber Tabak. Kein Teer, kein Nikotin, keine Farbe. Sie enthält aber natürliche Früchte und Elemente. Einmal gefüllt, können Sie 2 Stunden lang eine Wasserpfeife rauchen. Ob das 2 Stunden werden, ich weiß es nicht. Sehe ich kritisch, aber mal gucken. Hinweis: nicht zum Verzehr geeignet, von Kindern fernhalten. Vor Gebrauch schütteln, während der Schwangerschaft nicht rauchen. Ich glaube, das wissen wir alle. Wer nicht, ist wirklich dumm. Hinweis: rauchen Sie nicht, wenn Sie allergisch gegen die Zutaten sind. Das heißt, wenn ich jetzt in dem Fall allergisch auf Erdbeere wäre, wäre das nicht von Vorteil. Aber ich habe schon genug Allergien, deswegen. Zum Glück nicht noch Erdbeer. Rauchen kann gesundheitliche Probleme verursachen, bla bla. An einem trockenen, kühlen Ort und dunklen Ort aufbewahren. Nur für Erwachsene nicht verwenden, wenn die Folie beschädigt ist. Ja, es ist weder trocken noch kühl. Es ist mitten in der Sonne. Okay, trocken ist es. Jedenfalls machen wir mal die Dose auf. Man sieht, also das ist krass. Ich hätte niemals gedacht, dass es das mal geben wird. Wie man sieht, sieht man vielleicht, muss ich mal kurz aufstehen. Es sind wirklich Früchte. Es sind einfach Erdbeeren, die klein geschnitten sind. Ich hoffe, ich halte das jetzt richtig in die Kamera. Eigentlich müsste das passen. Und hoffentlich sieht man das. Es sind einfach Erdbeeren in einer klebrigen, Zucker-Honig gemischten Molasse, die, ja, klein geschnitten sind einfach. Und man sieht vielleicht noch die weißen Kerne auf den Erdbeeren, die immer so zwischen den ja, Zähnen stecken bleiben. Und zum Geruch, das kann ich zum Geruch sagen. Also, es ist wirklich so: kauft so eine Packung Erdbeeren und dann hackt ihr einmal so, klopft ihr voll mit der Hand drauf, bis es matsch ist. Macht doch ein bisschen Zucker dazu und genau so riecht es. Einfach wie Erdbeeren mit Zucker. Ohne Scheiß. Naja, auf jeden Fall, ich habe jetzt wirklich nur 4 von diesen Blättchen reingemacht in den Kopf. 4 Stück nur. Und ich habe schon gemerkt, beim Anrauchen und beim Ständer, als ich den Ständer, also hier das Stativ, wo ihr gerade drauf steht, als ich das gerade fixiert habe, habe ich schon ein bisschen angeraucht. Und alter Schwede, jetzt sind die Kohlen schon ein bisschen kleiner. Ich lege das mal hinter mich. Da ist ein bisschen Schatten. Ich rauche jetzt einfach mal. Und dann kommen wir zum Preis und zum Geschmack. Ich meine, das ist das Wichtigste, ne? Es ist so unfair. Immer. Ich weiß nicht, was. Boah, sieht der Himmel geil aus. Boah, Leute, das muss ich euch gleich zeigen. Nach dem Video. Also nach der Verabschiedung. Schwenke ich auf den Himmel, das sieht absolut brutal aus. Boah, fick mein Leben. Also, die Rauchentwicklung ist top. Also wirklich, das ist eine Bombenrauchen. Also, das ist krass. Diese Rauchentwicklung bei Früchten hätte ich niemals gedacht. Niemals. Was unfair ist, ist, dass ich nicht lange ziehen kann. Und was noch mehr unfair ist, ist, dass ich einfach, wenn ich gerade aus, als ich gerade ausgeatmet habe, wie ihr gesehen habt, der scheiß Wind, der stört. Aber diesmal habe ich dran gedacht, ich habe das Puschel vom Mikro dran gemacht. Das heißt, ihr dürftet eigentlich keine Windgeräusche hören. Ich rauche noch ein paar Mal und dann, ja. Beim Kopfbaum müsst ihr beachten, dass ihr nicht die Löcher verstopft. Ich rauche übrigens im Setup Calut Lotus 2, 3 Blick Kokoskohlen
Und ein Voskurimsia Eagle Mailock Kopf. Diese Rauchentwicklung ist absolut krass, oder? Oder Leute? Also meine Fresse. Preis 14,90 € habe ich bezahlt. Ich weiß nicht, ob das UVP ist. 14,90 € habe ich bezahlt. Genau. Warte, 14,90 €. Genau, Geschmack. Das ist das Wichtigste. Es ist einfach, also ich kenne es jetzt nur von Tabak. Wenn ihr Tabak raucht und da ist eine Erdbeermische oder komplette Erdbeerbombe, es schmeckt halt immer noch künstlich. Es schmeckt einfach künstlich und bla. Aber hier nicht. Hier, das ist wirklich so, als ob ihr in eine Erdbeere reinbeißt. Also wirklich, wirklich, als ob ihr in eine Erdbeere reinbeißt, die ihr mit Zucker versüßt habt. Krass, ein Brett. Nicht wundern, wenn ich ab und zu huste. Das ist mein Asthma. Allergiezeit, bla bla. Auf jeden Fall, wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Und ich hoffe, ich konnte euch überzeugen, also was heißt überzeugen, informieren über eine tabakfreie Rauchvariante, die absolut empfehlenswert ist. Also wirklich empfehlenswert. Ich bin wirklich positiv überrascht. Es gibt noch Traubeminz, Limette, keine Ahnung, Orangeminz, Minz pur, Doppelapfel gibt es auch. Es gibt, was war das? Kardamom, Kaugummi. Krass, also wirklich, wirklich viel. Wenn ihr Interesse habt, dass ich euch noch mehr vorstelle, auch da in die Kommentare schreiben und einfach auch hier bei YouTube abonnieren, als auch bei Insta abonnieren. Damit würde ich sagen, Arrivederci, und ich zeige euch jetzt diesen überkrassen geilen Himmel. Danke fürs Zugucken. Tüdelü.